So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19. Jawohl, in schönem bergischen Land. Ja, und dann ein Flugzeug. Yeah. Spät am Abend. Also, was ist spät am Abend? 5 vor 7. Gut, ihr Lieben, ich habe mich jetzt in der Aufnahmepause entschieden, doch zuerst Schweine zu machen. Und zwar, guck mal, habe ich mir hier so eine Mischfutteranlage hingestellt für Schweine. Also, Schweinefutter an Mischanlage. So, da fahren wir erstmal alles hier rein. Körner, Getreide und Proteine und bla bla bla. Und Erdfrüchte. Gut. Dann mal let's go. Wo haben wir angefangen mit? Ach, da. Unser Hafer wollte beernten. Ich habe den Hänger noch da hinten stehen lassen. Ja, ja, gut. Kann man ja dann später noch wegräumen. So. Wo ein Hafer? Ist da. Habe ich jetzt meine Fahrzeuge? Nein. Ach, da lang. Ach Gottchen. Orientierungslos. Das ist gar nicht so lange her. Ich habe jetzt zwischen den Aufnahmen habe ich gerätselt, gedacht und überlegt. Und das ist gar nicht so lange her. So wird er orientierungslos. Gut, das Stroh sammeln, also von dem Feld da drüben, was wir in der letzten Folge gemacht haben mit den Roggen. Und mit denen jetzt hier von Hafer, das machen wir dann, na sag mal gleich, in einen Ruck. So, eine Runde, also ich glaube eine Ladung fahren wir jetzt. Selber, dass wir hier eine Runde drehen, quasi. Aber wenn der dann voll ist, wenn es voll wird, lassen wir wieder einen Helfer fahren und wir verkaufen. Ne, den Hafer müssen wir ja einlachen, genau. Den müssen wir ja einlachen. Ich glaube, es geht Hafer rein in die Schweine. Oder Anlage. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich sage das jetzt so mal bloß spontan von mir aus. Ich weiß gar nicht, ob was rein, weil ich habe noch nie, also ich habe jetzt schon ein paar, na, wie sagt man, ein paar solche Anlagen befüllt, aber ich habe da noch nie Hafer rein gefüllt. Nee, wir machen zuerst Schweine, dann holen wir uns eine Schlachterei und ja. Machen da Fleisch draus oder verkaufen halt Fleisch? War schon wieder viel zu nah an den Zaun. Ah, hier ist eine Zufahrt für, den Feld, für das Feld auch noch. Ah, cool. Also kommst du von der Straße rein und von hier rein. Okay, alles klar. Wie ist beschehen? Die Bäume wieder. Ich würde ja oben Stamm hängen bleiben. Ich wollte die eigentlich mal wegmachen. Stimmt. Aber ich weiß nicht, die passen. Ach, irgendwie möchte ich es wegmachen, weil sie manchmal störend sind. Aber von der Optik her passen die ja hierher. Noch sehr unentschlossen. So geht's ja, so geht's ja. Da wird es wieder eng. Der könnte eigentlich schon wieder weg. Der könnte weg.
Oh, jetzt haben wir eh eine Runde rum, aber was war jetzt, stand da? Wollt's nicht lesen, was stand da? Aber bringt nicht so viel, ne? Das Feld bringt bestimmt eine Fuhre rein. Oder anderthalb Fuhre vielleicht. Wenn überhaupt. Oh, ist schon mal der Anfang gestartet. Für die Mischanlage. Ja, günstiger wäre eigentlich, oder von Aufwand her, wäre die Mischfutteranlage für Rinder, das sagt man gleich, ja, einfacher, weil da brauchst du, glaube ich, bloß Stroh reinfahren, Gras, nee, Heu. Moment. Stroh? Gras und Silage. Nee, nicht Gras. Heu, oder? Silage? Doch. Heu, Stroh und Silage. Jetzt habe ich das schon ein paar Mal gemacht. Ihr habt es schon wieder vergessen. Nee, Heu? Nee. Doch. Heu, Stroh und Silage. Genau. Damit hast du ja eigentlich die Ränder abgedeckt. Wieso fahre ich denn jetzt eigentlich so? Das macht sich wieder mit dem Sammeln schön. Na ja. 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 Heu, Stroh, Silage. Ich war bei 60%. Ja. Und jetzt der Aufwand, wir müssen Mais reinfahren, wir müssen Getreide reinfahren, wir müssen Kartoffeln rein. Ja, hätten wir doch vielleicht, oder? Wir machen doch Rinder zuerst. Ist ja nun eigentlich Wurst, oder? Da haben wir wenigstens mal verschiedene Früchte. Kartoffeln, Zwiebeln. Nee, Zwiebeln nicht. Ich glaube Zwiebeln nicht. Zuckerrüben, genau, Zuckerrüben. Also ich würde eher sagen Zuckerrüben als Kartoffeln. Ja. Wirst du nicht auf Kartoffeln mehr bringen als Zuckerrüben? Das weiß ich schon nicht. Das weiß ich eben nicht. Also an Masse jetzt, wenn man so im Feld aberntet. Kartoffeln mehr bringen oder Zuckerrüben. Ja, wir probieren es mal mit Zuckerrüben. Eigentlich müsste man doch das längliche Feld links auch noch kurven. Dann haben wir ja eigentlich so weit. Oh, je, je, je. Oh Gottchen. Nein, nein, nein. So machen wir das mal nicht. Ja. Das
Strohwärmer lagern erst einmal, weil das brauchen wir für Einstreu. Ja, normalerweise müssten wir das längliche Feld hier auch noch kaufen. Das geht ja übelst weit. Ja, ja, gut, dann müssen wir erstmal Geld machen. Mal gucken. Gucken wir mal in die anderen Felder. Ich muss ja sowieso dann bald mal schlafen. Dann müsste das andere Weizenfeld, das da ist noch ein Weizenfeld, dann auch fertig. Ja. So, da würde ich sagen, wir schalten mal einen Helfer ein. Und kurz vor voll könnte man nämlich eigentlich schon mal einen Trecker reinspringen. Ich bin mal gespannt, ob wir das in die Anlage reingeben können. Müsste eigentlich gleich voll sein, normalerweise. Jo. Ja, warum fahre ich denn so rum? Naja. Schon was ganz gut rein, ne? Sehen auf der Hafer rein passt. Böse ist nämlich gar nicht. Moment, kann man nicht von hier aus unser Grundstück fahren? Ja, da ist es doch schon. Kann man da nicht hier lang fahren? Das hier ein Zaun. Das sollte Genox sein, ne? Außer ihr Strüpp. Na, passt doch. Passt. Jetzt muss es noch reingehen. Jo, Hafer geht rein. Cool. Aber ich glaube, Weizen ist dann... mal mit vorwärts fahren. Wir können ja mal rausgucken. Guck machen. Ja, ich. Naja, 18.000.
Aber ich glaube, da ist Getreide effektiver, ne? Also, Getreide, ich meine Weizen. Weizen oder Gerste ist da, glaube ich, effektiver. Hast du eine größere, na, wie sagt man? Ich sag mal einfach Füllmenge vom Trecker, Hänger. Normalerweise, der braucht jetzt eh erstmal eine Weile, ehe das Ding voll ist. Könnten wir doch schon mal ein bisschen Stroh anfangen zu sammeln, ne? Ja, ich wollte eigentlich einen Schwarter holen, aber ja, der hier macht eigentlich ordentliche Dinger. Aber was man nicht vergessen, den Hänger hier mitnehmen. Wo ist denn der? Der steht da vorne, genau. Den anderen Hänger gleich mal mitnehmen. Und vergesse ich das wieder und der steht ewig hier. Ewig. Bis ich dann ernten kann und dann rege ich mich wieder auf. So, jetzt müssen wir das Stück da wieder reinkämpfen. Obwohl, wir können den doch hochfahren. Ja, wir fahren ihn hoch. Ja, da holen wir hier Schweinchen. Ja. Wir haben so viel Platz, so viel Auslauf. Auslauf. Ja. Die Einfahrt ist auch der Wahnsinn hier. Wahnsinn. Geschafft. Weil hier das Gras können wir eigentlich auch mal ernten, irgendwie. Irgendwann. Könnte man auch mal tun. Ich jetzt hier eigentlich rum noch? Boah. Dann fahren wir einfach so. Ja, leider ist ja unsere Onkelsfarm, meine ganzen Speicherstände, alles weg. Sonst hätte ich hätte ja gerne meine Onkelsfarm auch weitergemacht. Aber alles weg. Wow. Den nicht. Alles weg.
Leider alles weg. Ich habe ja zwar noch die anderen Höfe, ne? Aber die sind alle noch da, ne? Wie die Eierfarm oder Farm aus der Stadt. Ist alles noch da. Nur halt der Onkelsfarm. Die ist weg. Die ist weg. Alle Spielstände komplett. Alles weg. Keine Ahnung warum. Wie ist denn das, wenn ich mich reinsetze? Ja, war das. Naja, gut, da sehe ich auch nicht viel. Und draußen schon besser, ne? Oh, warte mal. Was ist da oben rein? So geht's eigentlich. Oh, nur gut, dass ich die Anlage gebaut habe. Cool. Bauen wir halt so. Ich weiß gar nicht, ob man hier eine automatische Wasseranlage hat oder ob man ich mir Wasserwagen holen muss. Das ist schon erstmal gut. Ein Schwein jetzt meine ich. Schon erstmal gut. Wow, ist das hier so uneben geworden? Oh. Normalerweise geht ja eigentlich gerade durch, ja? Brauch ich nicht extra. Oh. Das ruppelt, bubbelt. Wo jetzt muss ich oben hinstellen. Hab ich nicht aufgehört hier hinten, ne? Uah. Oh, weil wir uns fertig. Wow, der hat der Batzen rausgelassen, ey. Hilfe. Hier brauchst du keinen Schwader. Hier brauchst du echt keinen Schwader.
Ist der nun erfolgreich fertig geworden, oder? Weil da könnte man den Hänger erstellen. Ja gut, den stellen wir dann. Ja genau. Wir laden den ab, stellen den. Ja. Stellen den aufs Feld und dann holen wir den anderen Hänger. Das war eigentlich in der nächsten Folge erstmal anfangen. Ich habe zwar noch, na ja gut, wenn ich vorstelle, habe ich noch zwei Felder mit Weizen. Gut, ja. Dann machen wir erstmal noch die Weizen. Oh, wow, das ist aber echt unebene geworden. Weizenfelder. Ja. Und dann können wir anfangen mit neu besehen. So, stellen wir den erstmal hier hin. Ja, das ist fertig. Ich dann noch mal nachmähen. Wo kleine Büschel sind. Ich fahre mal eine Runde. Ja, so ein paar kleine Büsche, das ist ja Verlust. Rechnet ja jeder Bauer ein, ne? No, er hat alles, yes. Er hat alles abgemäht. Okay, gut. So. Er ist nicht voll geworden. Er ist ja nicht voll geworden. Bleib stehen. Wo war jetzt das nächste Feld? Glaube ich dahin. Können wir denken, nämlich gleich dahinter fahren. Ist wohl die nächsten Felder. Also die zwei Felder hier auf jeden Fall. Einmal Zuckerrüben und einmal Mais. Mal gucken. Und die ersten Mischungen haben. Wächst. Ja, Futter. So, guck mal. Obwohl, ja, kann ich erstmal hier hinstellen. Weil das Feld ist auch bald fertig und dahin. Da hinten das Feld müsste dann auch bald fertig sein. Ja. Ja. Und hier erstmal hinstellen, erstmal abbauen. Bauen wir noch ein Silo und dann machen wir erstmal Schluss für heute. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge, boah, will ich da echt nur Stroh sammeln. Obwohl, ja, mit den Hänger, mit dem Stroh sammeln geht ja eigentlich relativ schnell. Ja, aber es ist schnell. Mit den Kleen, naja. Vielleicht holen wir uns da auch einen größeren. Mal gucken. Vielleicht holen wir uns da auch einen größeren.
Sonnenblumen müssen wir ja auch machen, das brauchen wir ja auch. Wir gucken uns das gleich nochmal an, wir liefern mal ab und da laufe ich nochmal hier vor. Ja, ich bin, ich, ja. Ich war jetzt, ich wollte nicht in Silo. Wollten die Anlage. Nein, oh doch, hat gepasst. So ist leer. Packen wir den hier erstmal. Den abholen will ich noch nicht. Ah, geht ja auch noch nicht. Gut, so, da gucken wir noch mal schnell. Wir brauchen auf jeden Fall Mais. Also Mais brauchen wir. Ja, ich würde sagen, wir machen viel Mais erstmal. Viel Mais. Oder zweimal Mais. Ja, mal gucken, wie es mit den anderen Feldern läuft. Mal gucken. Gut, ihr Lieben, somit bedanke ich mich für eure Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen an euch und viel Spaß bei LS19. Bergisches Land. Tschüss. Tschüss.